Herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Don't Pur. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben hier die beiden Puppen bekämpft und fahren jetzt mit dem Fahrstuhl und wir sind im dritten, ja. Fahren wir mal im zweiten. Ich glaube, das war im zweiten Stock mit den... Ach, jetzt sind wir hier. Ja, dann müssen wir, glaube ich, hier hin. Ja, hier wieder durch. Uiuiui, die Ansicht. Die ist wieder voll überwältigend. Weil wir wollen ja in den 18. Stock zum DJ. Wer lacht denn hier schon wieder? Da ist der Tresor. Aber wir müssen uns erstmal... Ja, und was ist die 200 jetzt hier? Ach, jetzt ist sie durchgewischt. Wie kann das denn sein? Naja. Wir müssen jedenfalls jetzt hier das... den Diafilm einlegen. So. Wird gespeichert. 6, 9 und 1, ne? 6, 9 und 1. Uhr. 6 Uhr und 9 Uhr. Na, mal sehen, ob wir das... Muss man nur die Reihenfolge dann noch richtig machen. Ja, habe ich es auch gleich. Oder ich hatte es noch in Erinnerung. Kann natürlich auch sein. Boah, was für eine Krallen da. Ist da Freddy Krüger drin? Möchte man ja gar nicht reingehen. Oh, hier hängt schon mal eine Leiche. Der einen Ausweis hat. Also entweder brauchen wir nochmal einen Ausweis. Ach, hier kann ich auch wieder nichts machen mit der Ansicht. Oh, was ist jetzt los? Der Schließer. Sort of a win-win situation, right? Guys like Napier. I got no business breathing the same air as you and me, right? Now, the courts and the bleeding hearts out there insist we sequester guys like him away from the general population for their safety. Can you believe that shit? For their safety. Let me ask you this. What about Charlie's safety, huh? So this is how it's gonna work. I'll give you access to Napier. Make sure you get some quality time with that worthless sack of shit. I'll see to it no one finds him till I've had a chance to scrub the place down. Keep you in the clear. But in exchange, you're gonna owe me a favor. Think you can do that for me, sport? Of course you can. I know you're a man of your word, Murphy. You be a straight shooter with me, I'll be a straight shooter with you. Und weg ist er. Kann ich das Radio denn? Ach doch, jetzt kann ich's. Das sagt gar nichts. Moment, was war da hinten? Wieder so ein Buch. Ach nee, ein Zettel diesmal.
Oben anfangen. Okay. Noch irgendwas? Jetzt haben wir aber die Karte gekriegt von dem Toten. Von dem hier, für den Aufzug. Das ist mir gerade eingefallen, wofür diese Karte. So, das heißt, wir können zum Fahrstuhl zurück. Gehst du rein? Da hätten wir dann auch schon die Bibliothek durch untersuchen. Wenn du jemanden verlierst, den du liebst. Ein trauriges Mädchen. Okay. So. Inventar. So, und jetzt kommen wir in den 18. Ganz nach oben. Mal lieber ein Stück hintergehen. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Rollstuhlspuren. Aha. Okay. Gibt es natürlich auch wieder eine Karte, obwohl man hier gar nicht viel machen kann. Ja, Schallplatten. Das ist normal für einen Radiosender, denke ich mal. Ah, die Rollstuhl, die sind hier hingegangen. For my part, I know nothing with any certainty. Oh, da. But just the sight Das of ist wieder der something andere makes me Schließer. dream. Ach, der redet dann die ganze Zeit zu uns. Muss er denn der sein? Ja. Hier haben wir nichts weiter außer Bier oder so. Und hier haben wir Stühle. Okay. Bevor wir da reingehen, gehen wir aber erstmal hier hinter gucken. Na, hier gibt's nichts. Ah, hier ist der That must be DJ. DJ Rex. Ah, seht ihr, und ich hatte recht. Ich hatte recht. Gehen wir mal rein. That, my brothers and sisters, was another rock and roll classic coming to you courtesy of DJ Rix on this fine afternoon. Weatherman says there's a storm coming our way to spoil the fun. So batten down the hatches and snuggle up under the blanket with the one you love, cause it's gonna be a rough ride. And speaking of rough rides, we got another dedication going out to my man with the plan, Murphy Pendleton. Somebody out there has got an eye on you, MP, so watch your back and keep it on track. Hey, man, come on in. Got a disc spinning right now, so you ain't interrupting nothing. Man, you look like you just saw a ghost or something. You all right? Not really, no. Good to hear. So what can DJ Bobby Ricks do for you? Murphy Pendleton? Like I was saying, what can DJ Bobby Ricks do for you, Murphy? Got a track you want to play, or...? I'm the guy you've been putting out the dedications for. I got the message. I came to find you. Afraid you got the wrong man, Murphy. I don't know what you're talking about. But if there's a song you want to hear or a dedication you want to make, I could... You're listening to the DJ Rick Show on WLMN-FM, where the tracks are tight and the sweet melodies flow on and on. It's always a perfect day with DJ Rick's, your on-air friend to the end. Look, man, I came through hell and high water to get here because you called me. Now cut the bullshit, because I don't have time for this. Chill out, man. If you don't keep your voice down, you're gonna get us both in trouble. You do not want that. You don't know who might be listening. You understand? Thank God someone
can tell you how many can spin, just spinning record after record after record, hoping someone. What the hell's going on here, Ricks? What is this place? Time to explain. If we're gonna get out of here, we gotta move fast. You getting this far tells me we might even have a chance of getting out alive. What's the plan? Right. Listen, I got this boat. She's moored down at the marina. She's fast, real fast. Problem is, some motherfucker ransacked the studio and jacked the keys. I'll hotwire it. No problem. That's not gonna work. This place, it does strange shit to reality, man. It's like there's rules you gotta follow. You know what I mean? Bobby Ricks. Uh-huh. Yeah, sure. Who's it going out to? But I... that's... Entschuldigung. Yeah. Real nice. Thank you. They're coming. Who? Doesn't matter. You gotta find those keys. On the silver chain says freedom. You can't... Miss... Pendleton. Ja, die schon wieder. Put the gun down, damn it. We might have a way out of here. You, I need to use your phone. Sorry, lady. Calls come in, but don't go out. Just because folks want to be heard, don't mean they're willing to listen. See for yourself. What the hell's going on around here? No! Oh my God. Wo sind die hin? Weg. Beide weg. Wieso haben sie die mitgenommen? Kann ich hier nochmal raus? Ja. Tatsächlich. Boah, hier sind die Stühle weg. Der Spiegel ist weg. Soll ich vielleicht hier reingucken? Die haben die Bier, die haben das Bier, ganze Bier ausgetrunken. So eine Frechheit. Aber die Blutspur. Aha. Kann ich jetzt nichts mit deuten oder so. Keine Ahnung. Dann gibt es ja nur eine Tür. Hier haben sie die Musikbox haben sie umgeschmissen. Die Schweine, den DJ geklaut. Okay. Gehen wir hier weiter. Was ist das? Ah, da müssen wir bestimmt was machen. Ach, ich weiß. Die Tür geht nur auf, wenn Feuer. Und hier ist so ein Klamottenhaufen. Also müssen wir wahrscheinlich die Klamotten da anzünden. Da liegt noch ein Sanikasten. Ah ja. Und hier liegt das. Haben wir denn überhaupt noch ein Feuerzeug? Ja, Feuerzeug haben wir noch. Okay. Alles klar. So, mehr brauchen wir ja dann gar nicht, ne? Können wir ja jetzt hier ein bisschen Verdünner drauf machen. So. Und dann mit dem Feuerzeug. Ja, geht die Tür schnell zu. Oh nein. Ich glaube jetzt,
glaube, jetzt geht's wieder los. Oh Gott, not again. Oh nein! Schnell, Murphy! Und ich weiß auch gar nicht, wo lang. Nimm das! Laufe! Muss ich hier überhaupt lang? Ich weiß es nicht. Ich lauf einfach. Ich glaube im Kreis. Okay, bei der nächsten Runde werde ich da abbiegen. Okay, ich bin im Kreis gelaufen. Hier scheint es weiter zu gehen. Oh je. Oh, ich hasse dieses, was auch immer das ist, ein Einsaugen will. Ich hasse es einfach. Geht's jetzt weiter wieder? Oh nein. Schon wieder. Muss mal wieder zurück. Oh, hier kommen die Autos von der Decke. Alles andere auch. Uiui. Ja, ein bisschen kann man sich ja orientieren an diese Figuren hier. Oh, jetzt hat er mich fast. Schnell, Murphy, mach doch. Boah, Speicherpunkt. Oh, was jetzt? Mann. Die können einen aber auch erschrecken. Ui. Geht bestimmt gleich noch weiter. Ja, Leute, den Weg jetzt, wo man lang muss und so, das weiß ich auch nicht. Ich mache das einfach auf Zufall. Zufallsprinzip. Great. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, hat sich einer erhängt. Noch einer. Ah, die hängen alle da ab. Da im Duschraum. Da ist der Rollstuhl. Da seht ihr. So geht's nicht weiter. Ach so, Vorfahrt beachten. Alles klar. Da hat ein anderer Käfig Vorfahrt. Boah, guckt er die ganzen Gefangenen an.
Und es ist unheimlich hier. Wir sehen auch schon wieder ganz schön verletzt aus. Soll ich mal gleich ein... Ich mag das nicht, wenn so viel... Looks like my stop. Ja. So, hier hat er gespeichert. Seht ihr mal, wie ich sterbe. Kann man überhaupt sterben? Anscheinend nicht, ne? Kann ich hier sterben? Oh doch, ich kann sterben. Dann wäre das ja auch mal geklärt. So. Und ich mache hier einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.